liebe Studierende, liebe Mitglieder der Universität, liebe Freundinnen und Freunde der Universität Ulm. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Dieses Zitat von Heraklit ist zwar 2500 Jahre alt, passt aber auch zur Universität Ulm im Jahr 2021. Wir blicken nämlich auf ein Jahr 2021 zurück, das manchmal einer Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen glich. Die Corona-Pandemie hat auch 2021 den Studien-, Forschungs- und sonstigen Betrieb an der Universität Ulm mächtig durcheinandergewirbelt. Doch Sie, liebe Mitglieder der Universität, Beschäftigte wie Studierende, haben erneut das Beste daraus gemacht. Sie haben sich mit neuen kreativen Formen des Lehrens und Lernens, mit beharrlichem Aufrechterhalten der Forschung, mit viel Engagement und Hartnäckigkeit der Situation gestellt. Mit einer vorbildlichen Impfquote von über 90% gelang es, nach 3 im Wesentlichen Online-Semestern im Wintersemester wieder vermehrt Präsenzlehre anzubieten. Mich freut es sehr, dass wieder mehr Leben auf dem Campus eingekehrt ist. Persönliche Begegnungen, Diskussionen und ein fast normales Studierendenleben sind wieder möglich. Dennoch, wir befinden uns inmitten der 4. Welle der Pandemie. Das vergleichsweise geringe Infektionsgeschehen an der Universität haben wir Ihnen zu verdanken. Ihnen, die Sie sich haben impfen lassen, Ihnen, die sich weiterhin an die Abstands- und Hygieneregeln auf dem Campus halten. Sie machen Universität in diesen schwierigen Zeiten möglich. Liebe Studierende und Beschäftigte der Universität Ulm, auch wir, die Studierendenvertretung, möchten uns bei euch für eure hohe Impfbereitschaft und euer Durchhaltungsvermögen bedanken. Wir haben 2021 große Fortschritte in der Bekämpfung der Pandemie gemacht. Seit diesem Semester gibt es eine Mischung aus Präsenz-, Hybrid- und Online-Lehre. Durch euer Feedback versuchen wir, die Modelle weiter zu verbessern und eine gute Lehre zu sichern. Ein großer Erfolg im Oktober waren die Erstsemester-Einführungen, die endlich wieder in Präsenz stattfinden konnten und somit allen neuen Studierenden einen möglichst guten Start in das Studienleben ermöglicht haben. Es gab trotz der schwierigen Zeit an der Universität von Impfaufklärung bis zu mentaler Gesundheit wieder außerordentliches Engagement von studentischer Seite. Wir bedanken uns bei allen Fachbereichsvertretungen, Referaten, Hochschulgruppen und Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und ihre Kreativität. Die Pandemie führte uns allen die Relevanz universitätsgetragener Wissenschaft vor Augen. Ohne Grundlagenforschung an Universitäten gäbe es heute wohl keinen Impfstoff. Das Verständnis über das Virus und der Umgang mit der Pandemie wären ohne universitäre Grundlagen und anwendungsbezogene Forschung deutlich geringer. Auch an der Universität Ulm wurden dazu wichtige Beiträge geleistet. Zu den Höhepunkten unserer Achterbahnfahrt durch das Jahr 2021 zählt auch ein neuer Drittmittelrekord gleich zu Beginn des Jahres. Neben einer Vielzahl von Einzelförderungen unterstreichen hochkarätige Verbundprojekte unsere Forschungsstärke. Erst kürzlich konnte der nunmehr 5. Sonderforschungsbereich, dieser zum Thema Alterung, eingeworben werden. Ein Highlight für die Lehre ist das markante hellgrüne Gebäude des Trainingshospitals To Train You. Hierin lernen und üben Medizinstudierende Behandlungsmethoden sowie den Umgang mit Patientinnen und Patienten. Gerade in der Pandemie zeigte sich, wie wichtig eine qualitativ hochwertige Medizinausbildung ist. Sie merken, 2021 war in vielen Aspekten auch ein gutes Jahr für die Universität Ulm. Ganz persönlich bedanke ich mich für das Vertrauen, das mir bei der Wiederwahl als Universitätspräsident entgegengebracht wurde. Es freut mich, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der Universität zu gestalten. Der gerade beschlossene Struktur- und Entwicklungsplan 2022 bis 2026 definiert dazu Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen entlang unserer Leitlinie Crossing Borders, Grenzen überwinden. Die vor uns liegenden Aufgaben werden gelingen, wenn alle an der Universität, die Fakultäten, die Verwaltung, die Einrichtungen, die Statusgruppen, also die Menschen an der Universität weiterhin so gut zusammenarbeiten und möglichst an einem Strang ziehen. Auch wir blicken zuversichtlich in das neue Jahr, das sicher wieder einige Überraschungen für uns bereithalten wird. Wir glauben fest daran,
dass wir gestärkt aus dieser vierten Welle herauskommen werden. Wir wollen das Semester so beenden, wie wir es begonnen haben, und wieder mehr soziale und kulturelle Angebote schaffen. Wenn es uns gelingt, die Corona-Pandemie zu bewältigen, wird es wieder Filmvorführungen in Hörsälen, Science Slams, Podiumsdiskussionen und auch Unipartys geben. Außerdem möchten wir auch in der kommenden Zeit vor allem für diejenigen da sein, die es noch schwer in Ulm haben, indem wir als Ansprechpersonen da sind und Veranstaltungen organisieren. Engagierte und hilfsbereite Menschen sind bei uns immer willkommen und wir freuen uns, auch in Zukunft viele Projekte für Studierende zu fördern. Doch nun ist es erstmal an der Zeit, Abschied von einem Jahr zu nehmen, das durchaus viele Höhen und Tiefen hatte. Ein bisschen durchgeschüttelt geht unsere Achterbahnfahrt in wenigen Tagen im Jahr 2021 zu Ende. Was hat uns 2021 gelehrt? Neben neuen Formen des Lehrens und Lernens, einem Schub in der Digitalisierung und auf die Probe gestellter Resilienz vor allem eins: Verhalten und agieren wir solidarisch, siehe die hohe Impfquote, können wir zusammenkommen und sicher im Hörsaal, im Labor und in den Büros unseren jeweiligen Aufgaben nachgehen. Machen wir die Universität Ulm im Jahr 2022 zu einem Ort der Begegnung, des Wissensaustauschs und des gemeinsamen Lern- und Forscherdrangs. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.